Frau Elena Katschmas aus Altdorf hat sich bei uns gemeldet und wir möchten heute ihre Nachbarn überraschen, und zwar das Ehepaar Grossmann. Warum haben die den Blumenstrauß verdient? Genau, weil sie seit 5 Jahren uns schon mit Herz und Liebe mit unseren Kindern unterstützen. Sie sind ein bisschen so die Ersatzgroßeltern, oder? Richtig, und zwar, das ist ja unglaublich, das ist ja nicht nur eine Hilfe, dass man im Alltag von ihnen bekommt, sondern das ist die Liebe, Zuneigung. Dann würde ich sagen, wir verstecken uns mal und warten auf die beiden. Ja. So, guten Tag. Wir sind von Neumarkt TV, Frankenfernsehen, und Sie bekommen heute von uns den Blumenstrauß der Woche. Das ist ja ganz, ganz toll. Schau mal, jetzt darfst du ihn übergeben. Oh, Saferle, mein Herzle, danke, danke dir. Seit über 5 Jahren sind Sie sozusagen für die Familie Katschmas hier da und helfen mit in unterschiedlichsten Bereichen. Ja. Was übernehmen Sie denn sozusagen alles? Wir machen halt das, wenn die Elena uns braucht, dann holen wir die Kleine vom Kindergarten ab. Oder ganz früher habe ich auch schon mal, wenn sie ins Kino gegangen sind, habe ich auf sie aufgepasst. Ne? Ja, wir wohnen hier oben im 2. Stock und sie kommt sehr gerne zu uns. Und dann spielen wir miteinander. Und das ist, für uns sind es 2 Enkelkinder. Ich mogel mich noch mal kurz hier zum Herrn Grossmann durch. Ja, bitte, ja. Das sind Ihre Nachbarn. Wie kam es denn dazu, dass Sie quasi die Großeltern jetzt für die Familie wurden? Ach, das ist ein reiner Zufall. Ne? Sie sind eingezogen und dann ist die Safa auf die Welt gekommen. Und dann, ja, wir mögen Kinder recht gerne. Ne? Sie haben unter anderem auch quasi nicht nur geholfen, sondern auch Küchenfähigkeiten der Frau Katschmas vermittelt. Ja, da muss ich aber eins dazu sagen, das beruht sich auf Gegenseitigkeit. Ich lerne auch von der Elena. Frau Katschmas, was wünschen Sie denn den beiden? Denn die beiden wünschen sich nie was, haben Sie bereits im Vorfeld gesagt. Wirklich, sie haben noch nie etwas für sich verlangt. Das war noch nie so. Außer sie haben immer gesagt, wir mögen deine Kinder, lass sie doch einfach zu uns kommen, dass wir Zeit mit ihnen verbringen können. Ich wünsche denen viel Gesundheit und dass sie einfach länger mit uns bleiben und dass wir uns gegenseitig genießen dürfen. Ihnen vielen Dank für das Engagement und machen Sie weiter so. Danke, 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 ja.